Hallo, meine Freunde der gepflegten elektronischen Unterhaltung oder auch, wie ich jetzt ab neuestem zu sagen pflege, Hallo Welt und willkommen zurück zu Let's Play Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 auf Seiten der Sowjetunion. Ich habe einen neuen Gastkommentator. Wer ist denn da? Hallo. Hey Einsatz Leute, beginnen. Synod 17 hier. Ja, DRP. ein österreichischer Kollege, der jetzt Ja. mit mir Europa unterwirft. Erwarte Ihre Befehle. In Nicht, Ordnung. dass wir das schon irgendwo erkennen würden. Ihr Einsatzfahrzeug in Ordnung. So. Ich weiß nicht, wovon du redest. Das waren die Deutschen. Ja, Sir. Er In wurde ja Ordnung. eingebürgert Ja, von den Sir. Bayern. In Das Ordnung. vergessen viele. Korrekt. So. Wir haben den Auftrag, einen Konvoi, einen LKW-Konvoi zu zerstören, den die Alliierten gekapert haben. Und ich habe mir einfach mal einen kleinen Trick überlegt. Die Basis ist hier oben ungefähr. Ziel wählen. Jetzt muss ich immer überlegen. Ich glaube, der Konvoi ist hier irgendwo. Einheit Der verloren. Mit Konvoi ist. Fallschirmjäger zu Ziel spammen. wählen. Okay, ist weiter hier drüben. Weil der Konvoi, der hält nämlich nicht wirklich viel aus. Und dann spamme ich einfach nicht mit Fallschirmjäger zu. Das sind nur 5 Soldaten, die du dann kriegst. Sondern, der hält nicht so viel aus, deshalb können 5 Soldaten den durchaus erledigen. So, Sag ich das, möchte spam nämlich mit jetzt. falschem Jäger. Ja. Unser Ich Stützpunkt möchte wird jetzt nämlich angegriffen. auch dann mal so, mich ein bisschen von anderen Let's Playern und Streamern abgrenzen. Und möchte jetzt gerne in jedem Video irgendein Thema bequatschen. Okay. Hast du einen Themenvorschlag? Spionageflugzeuge Verdammt. bereit. Ich weiß, damit überfalle ich jetzt jeden in Ziel Zukunft. wählen. Ja, das Problem ist, ich habe gerade Ziel die ganze Zeit wählen. gestreamt, so. Ja, dann So zwei erzähl doch ein Stunden oder bisschen so. darüber. Ich glaube, der Konvoi ist Okay, da. ja, das ist Verstärkungen sind erster da ist der englischer Konvoi, Stream da ist in der der Konvoi. Da Sternflotte. ist der Konvoi! Ja, stirb! Einsatz Tot! erfolgreich. Yes! Einsatz erfolgreich. Auf zur nächsten Mission. Ja. Weiter was? Ich hab nichts gesehen. Allianz! Wir können Ihr das ja sagt mal. sie! Wir können das ja mal alles historisch so ein bisschen betrachten. Oh. Denn es gab ja tatsächlich Pläne der Sowjetunion, zum Atlantik zu marschieren. Diese Pläne gab es durchaus, wurden aber durchkreuzt dadurch, dass dann Hitler die Sowjetunion überfallen hat. Ja, So, shit happens. da siehst du jetzt, wie weit wir schon nach Westen vorgerückt sind. Ja, fehlt nicht mehr viel. Nee. Das Ziel ist übrigens England. Und wenn man sich dann die Vorgeschichte von Alarmstufe Rot 2 bei der Installation anhört, wurde auch das ganze Festland unterworfen, nur England war noch frei. Und dann haben die Alliierten So schon. zurückgeschlagen. So, Ja, ist zu lange her, dann beides. kommt jetzt ein Missionsbriefing, das lassen wir unkommentiert durchlaufen und dann machen wir gleich weiter. Okay. Beförderungen gehen in der Roten Armee mitunter recht schnell. Sammeln Sie weiterhin Siegestrophäen und die Zukunft gehört Ihnen. Einer unserer Konvois bewegt sich durch feindliches Gebiet. Sie wurden abkommandiert, ihm auf seinem gefährlichen Weg Geleitschutz zu geben. Sorgen Sie dafür, dass die Wagen sicher am Ziel ankommen. Als Belohnung für Ihre treuen Dienste wird Ihnen eine große Ehre zuteil. Wir stellen Ihnen unsere neueste militärische Errungenschaft, den MiG-Jagdbomber, für diesen Einsatz zur Verfügung. Er ist einfach unschlagbar, wenn es darum geht, größere alliierte Panzerverbände zu zerschmettern. Mit dieser MiG und Ihren üblichen Jagdflugzeugen sollten Sie eigentlich keine Probleme haben, für die Sicherheit des Konvois zu sorgen. So, für dich nur zur Erklärung. Er hat erzählt, dass man in der Roten Armee sehr schnell aufsteigen kann. Man muss halt nur immer weiter Siegestrophäen sammeln. Und unser Auftrag ist es jetzt. Komm, scheiß Propeller. Unser Auftrag ist es jetzt, Verstärkungen den sind angekommen. eintreffenden Neue Konvoi Bauoptionen. zu beschützen. Konvoi Diese nähert hier, sich. diese drei Fahrzeuge. Ah ja, die sind so. Du kennst dich mit Command & Conquer aus, ein bisschen? Ihr Einsatzfahrzeug. Es ist Erwarte zwar Ihre alles Befehle. sehr lange Erstellen und her. Liefern. Ich hab's auch Meldegate versucht zu eingeholt. installieren, es funktioniert aber nicht, leider. Kauf dir die 10 Ja, Sir. Jahres-Edition oder jetzt gibt's ja Hab ich glaube ich ja. schon 17 oder sowas. Ja, Bestätigt. ich spiele auch gerade mit der 10 Jahres-Edition.
Bestätigt. Ja, 10 Jahresbedition. In Ordnung. Funktioniert bei mir teils nicht. Also ich kann Shadowless starten, aber kein Sound. Katzen sind ziemlich verbuggt. Und ja, spielen geht gerade noch so. Command & Conquer Tiberian Conflict. Bestätigt. Da ist die Grafik komplett zerfickt, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Fehlerhaft. Was soll das noch? Tiberian Sun? Ja, das ist Menü. Der inoffizielle dritte Teil. Ja, Menü. Du machst es auf und du siehst ungefähr die Hälfte, wenn nicht weniger. Oder du siehst überhaupt gar kein Menü. Du kannst es aber auswählen. Ist gut. Alarmstufe 2 war sehr spontan immer, aber ich glaube, das ist selber wie bei Tiberium Konflikt. Einfach nur beschissene Grafik. Alarmstufe 2. Ähnliches Problem wie bei Tiberian Sun, kann es überhaupt nicht spielen, einfach nur weil das Menü nicht mal angezeigt wird. Okay. Und wow, das war's. Renegade ist. Das habe ich schon lange nicht mehr ausprobiert. Also ich muss sagen, Renegade war eigentlich eine sehr schöne Idee, mal so ein Ego-Shooter in die Command & Conquer Welt einzubauen. War durchaus eine schöne Idee, nur an der Umsetzung hat es ein bisschen gehapert. Ja, es geht. Es gibt ja einen zweiten Teil, den ich nicht habe. Ja, der ist aber eh noch Soul Survivor, glaube ich. Kann sein, ja. Es ist halt Soul Survivor im Areal vom Alarmstufe Rot Universum, wie ich gehört habe. Habe ich nie testen können, nie anzocken können. Ja. Bin sowieso nicht so der große Ego-Shooter-Spieler. Ne? Ne, spielst du denn eher? Also Ego-Shooter in dem Sinne von Shootern, besser gesagt, nur Resident Evil und Dead Space. Dead Space? Und sonst, ja, Dead Space und Resident Evil sind die einzigen Shooter, die ich spiele. Ansonsten, indie-mäßig, alles mögliche. Je nachdem, was mir gerade packt, sei es Puzzle-Spiele, sei es RPGs, hauptsächlich RPGs halt. Definitiv auch Strategiespiele, besonders früher. Ja. Command & Conquer Tiberian Boss und eine Sache, das geht. Command & Conquer Tiberian Twilight, das geht. Twilight ist so ein scheiß Spiel. Twilight hat mich so enttäuscht. Halt auch, weil es der erste klassische Command & Conquer Teil ist, bei dem du keine Basis mehr hast. Aber von normal, das ist der Normalzustand. Ja, leider. Und Command & Conquer Red Alert 3 funktioniert auch. Auch das Adam. Da muss ich sagen, Red Alert 3 hat mich wirklich richtig enttäuscht. Ja? Ja, ich finde das überhaupt nicht gut. Ich fand Red Alert 3 war mal wieder ein guter Teil. Aber Tiberian Wars war schon sehr gut. Tiberian Wars hat die Tiberian-Rakete entdeckt. Verstärkungen sind eingetroffen. Okay, ich krieg Verstärkung. Ingenieure, warum krieg ich denn Ingenieure? Geld? Übernehmen vom Bauhof zum Beispiel, verkaufen. Weiß nicht, ob der überhaupt so viel hergibt. Okay. Ich glaube, wenn er beschädigt ist, nicht mehr so viel. Ich glaube, im roten Bereich 500 vielleicht. Maximum. Also ich habe 5700 Geld. Ja, ich habe nicht Credits, ich habe Geld. Ich habe auch keine Euros, ich habe auch nur Geld. Komm mal weg da! Stimmt ja auch, du hast ja 5700 Gold im Prinzip. Ja. Regeneriert das. Bestätigt, in Ordnung, bestätigt. Und ja, Command & Conquer Tiberian Wars, das habe ich ganz gerne gespielt, besonders Kains Rache. Ja. Der globale Eroberungsmod. Wobei ich sagen muss, dass mich das Add-on so ein bisschen, das hat so ein bisschen viele Fragezeichen, zu viele Fragezeichen hinterlassen für mich. Der globale Eroberungsmodus? Nee, nicht der, sondern die Story. Ich bin ja immer nur Story-Spieler. Was geht? Es war aber komisch, dass das Grin hinzugekommen ist. Oh mein Gott, Spoiler! Also, aussehen. Ich hab schon Command & Conquer 3 Let's Play, zumindest mit der Bruderschaft. Und auch Kains Wrath. Auch wenn es damals die Qualität noch so beschissen war, weil ich noch nichts gerendert habe damals. Ja, mach ich nach wie vor nicht. Ich nehme alles grundsätzlich mit OBS auf. Oh, reicht ja auch. Ja, Dextory. Benutzt einfach zu viele CPU bei mir. Ich brauche einen besseren PC, den ich mir irgendwann mal holen werde, demnächst. Wenn du mehr Geld hast. Richtig. Das ist immer. Melde mich wie befohlen.
Tja, jetzt habe ich einen angeschlagenen MIG. Die Ingenieure. Wird bearbeitet. Bestätigt. Ihr Einsatzfahrzeug. Die sind zu angeschlagen, die Bestapel. Da muss ja, ich Sir, den vorschicken. In Ordnung. Ja, Sir. In Ordnung. Ja, Sir. In Ordnung. Melde mich wie bevor. Weil Tobias und Wallet ja eigentlich relativ schlechtes Lieferant für die Story hingegen. Spionage. Ja, im Vergleich zu dem, was man sonst von Command & Conquer kennt, ist das wirklich schlecht. Das hinterlässt auch sehr viele Fragezeichen. Ja, wobei es ist eigentlich sehr abschließend, aber die Spielart gefällt mir nicht. Wenn man das jetzt so richtig formulieren kann. Es fehlt halt das Strategiespiel-Feeling. Ja. Halt dadurch, hat sie genauso gemacht. Halt dadurch, dass du keine Basis hast, ist das alles ein bisschen komischer. Ich muss aber ehrlich zugeben, ich habe bei Tiberium Twilight auf Turnieren mitgespielt. Auf was? Auf Turnieren. Oh. Und war es erfolgreich? Ja, so halb. Ich bin meistens gekickt worden, einfach nur weil PC meinte, nö, ich beende das Spiel jetzt. Zack, weg. Raus aus der Gruppe. Spionageflugzeug. Okay. Wir mussten die meisten Spiele zweimal spielen. Wegen dir? Nicht nur wegen dir. Denkst du ziemlich fast jeden. Aber ich war das Hauptproblem. Oh Gott, jetzt läuft die Zeit. Warum läuft hier jetzt die Zeit? Verstärkung. Wenn Zeit läuft, ist es eigentlich nie gut für mich. Ja, es kann eigentlich alles Mögliche bedeuten. Gott. Ich kenne die Vision nicht mehr. Es ist viel zu lange her. 10 Jahre oder so. Einheit bereit. So, machen wir es jetzt anders. Jagen wir den Mix los. Wird gebaut. Einheit bereit. Wird gebaut. Einheit ich war ja auch schon überlegen, die so, neue 10-Jahres-Version zu holen. Von also, da gibt es jetzt eine, die drei Jahren oder so. Da ist noch mehr drin, ne? A, das und B, die neue 10-Jahres-Version ist anscheinend gepatcht. Also hat weniger Bugs drin. Ja, hier für die Version, die ich habe, das ist ja die erste 10-Jahres-Edition. Da gab es ja den Bug, dass bei Alarmstufe Rot die Videos gefehlt haben. Die musstest du mit dem Patch erst, das Bug musstest du erst mit dem Patch fixen. Von dem habe ich zwar gehört, aber habe ich eben nicht auskosten können. Kann ich mal ganz kurz anschauen. Ups. Ich habe das Ganze nämlich da. Ja, sehr ditch. Edition. Die Uhr, die fette Box. Ja. 2006. Ja. Bumm. 2006. Bumm. Bumm. In Ordnung. In Ordnung. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. So, damit halten wir die Mission dann durch. Melde mich wie befindlich in Ordnung. Jawohl. Ja, 2006 an. Ist auf jeden Fall installiert. Größtenteils geht's dann. Leider. Oh. Ich glaube, der Auftrag war, dass wir Gang. Dieser dritte Gang. Im Kasten. Beim Kasten. Melde mich wie befohlen. Hat die Kopfhörer gegen die Wand geschlagen. Ah, macht doch nichts. Hab nichts gehört. Warum haust du dein Kopf? Warum haust du dein Headset gegen die Wand? Bestätigt. Ich glaube, ich muss nur mindestens einen Konvoi durchbringen. Der Weg ist gerade breit genug, dass man gerade noch so durchkommt, wenn schmal ist. Von der Breite her. Stanks rein gestern. Ja. Das selbe Problem wie andere alten Spiele. Wie oder eben Odyssey. Die wollen nicht funktionieren. So, jetzt rede ich auch wieder. Ja, 85% Führung. Oh, das fehlen ist 3%. Ja. Sagt der Ösi. So, an der Stelle. Anmerken, durch den Deutschen. An der Stelle machen wir dann jetzt einen kurzen Schnitt.
weil 15 Minuten sind jetzt um. Und ja, der Cindy wird jetzt noch eine Weile dabei sein. Mal gucken, wie lang und bis neulich.